Hallo Sachsen-Anhalt, grüß Leipzig. Schön, dass wir die Demos jetzt immer gemeinsam machen und uns da gegenseitig unterstützen. Ich selbst bin Mitglied, das möchte ich jetzt hier outen, der Partei Die Linke, möchte aber von dieser Partei leider nicht viele Grüße bestellen. Vielleicht kommt das noch. Ich stehe aber hier für bisher 200 Menschen, die einen offenen Brief unterschrieben haben. Und in diesem offenen Brief werden diese Demonstrationen gegen die Corona-Diktatur unterstützt. Und wir halten zu euch. Die epidemische Lage, die praktisch den Einfluss der Legislativen hier völlig ausgesetzt hat, ist jetzt mittlerweile 4,5 Monate alt. Und es ist nicht abzusehen, wann das je zu Ende sein wird. Die Menschen scheinen sich daran gewöhnt zu haben. Sie laufen mit ihren Masken rum, als hätten sie schon immer Masken getragen. Es gibt kaum noch Widerspruch, außer von einer Minderheit, zu denen gehört ihr, die hier zusammen mit mir stehen. Was macht dieser Staat? Der Staat fordert einerseits ein unbedingtes, unhinterfragtes Gehorsam. Zum Beispiel Masken tragen, wenn es nötig ist, wieder die Ausgangssperre tolerieren und so weiter. Und verspricht uns andererseits Schutz vor einer ganz großen Gefahr, Corona, die uns alle umbringt, wenn wir nichts dagegen tun. Dazu, zu einem solchen Staat, hat ein Rechtsanwalt, Rolf Henrich, ein Buch geschrieben. Das hier, das ist schon ziemlich vergilbt und wer in der Nähe steht, sieht, dass da die DDR-Fahne drauf ist. Also Rolf Henrich beschrieb hier den Staat DDR in seiner letzten Phase 1989 geschrieben. Und heute sind wir leider wieder so weit. Heute muss ich sagen, dieser Staat ist wieder ein vormundschaftlicher Staat. Denn das Misstrauen dieses Staates gegenüber seinen Bürgern ist, wie damals, so groß, dass er die Menschen in eine Art Schockstarre versetzt, um ungestört durchregieren zu können. Der angebliche Beschützer, der Staat, hat erkannt, dass es sich mit Angst sehr gut regieren lässt, wenn wir das zulassen. Wir erleben jetzt das Ende der relativ demokratischen Phase des Kapitalismus und den gleitenden Übergang in eine Diktatur, und das weltweit. Und diejenigen, die sich dagegen stemmen, werden mundtot gemacht, diffamiert und eingeschüchtert. Man muss sich fragen, warum prallen die Meinungen zu Corona und den damit verbundenen Maßnahmen so hart aufeinander? Weil es eben, so sehe ich das, keine Frage der Einsicht in wissenschaftlich erwiesene Fakten oder gar eine Frage der Ethik ist. Denn wenn man die Zahlen hinterfragt, stellt man sehr schnell fest, dass das Killer-Virus eben nicht existiert, sondern dass es eine normale, schwere Grippe ist. Ich habe bei vielen erkannt, dass entscheidend für die politische Haltung zu Corona eben die Frage ist, ob ich diesem Staat und seiner Regierung blind vertraue, ob ich mich vollständig und rückhaltlos in seine vermeintliche Fürsorge und damit unter seine Vormundschaft begebe, oder ob ich hinterfrage, wessen Interessen dieser Staat wirklich vertritt und deshalb sehr genau prüfe, ob diese Maßnahmen angemessen sind. Und gerade politisch linksdenkende Menschen sollten wissen, dass nach Lenin der Staat eben das Machtinstrument der herrschenden Klasse ist und eben nicht neutral. Und wir sollten wissen, dass die herrschende Klasse im Kapitalismus eben nicht Merkel und Co. ist, sondern Vertreter des großen Kapitals. Also die Quants und Klattens, Piechs, Wunds, Gates, Bezos und so weiter. Und wir sollten wissen, dass die Herrschenden ihre Macht nicht freiwillig aus der Hand geben, nur weil die Profitmaschine schon lange vor Corona ins Stocken geraten ist. Nein, diese Corona-Diktatur ist das perfekte Disziplinierungsmittel, um die Herrschaft des Kapitals abzusichern. Denn wie sonst ist es zu erklären, dass die Regierung Großkonzerne wie die Lufthansa und die Autoindustrie mit Milliardensummen unterstützt
ohne wenigstens den Erhalt der Arbeitsplätze daran zu knüpfen. Und die Beschäftigten dürfen mit 60% ihres oft schon spärlichen Einkommens nach Hause gehen. Und natürlich sollen die Arbeiter jetzt auch aus Solidarität mit den Konzernen auf ihre Rechte aus Tarifverträgen verzichten, dort wo es noch welche gibt. Die Gewerkschaften sind durch Corona entmachtet und die Partei Die Linke hat diesem sozial ungerechten Konjunkturpaket einfach zugestimmt. Und es stimmt ja eben nicht, dass der vormundschaftliche Staat uns im Austausch für unsere Freiheitsrechte vor dem sozialen Absturz schützt. Er sorgt eben gerade dafür, dass wieder die Armen immer ärmer und die Reichen immer reicher werden. Das alles, und ich nenne es Klassenkampf, wird durch den neuen Feind Corona, gegen den wir jetzt angeblich alle zusammen kämpfen müssen, kaschiert. Da spielen politische Parteien oder soziale Klassen auf einmal keine Rolle mehr. Das nennt sich dann Burgfrieden und den kennen wir nur zu gut aus der deutschen Geschichte. Da nenne ich mal die Zustimmung der SPD 1914 zu den Kriegskrediten für den Ersten Weltkrieg. Und leider passt dieser Kampf aller gegen Corona auch zu dem Wort Volksgemeinschaft, in der sich ja angeblich das ganze deutsche Volk so einig war im Kampf gegen den jüdischen Bolschewismus. Nein, ich will die heutige BRD nicht mit dem faschistischen Deutschland vergleichen, ganz und gar nicht. Aber wie weit weg sind wir noch von einer totalitären Denkweise, die am Ende auch in den Faschismus geführt hat? Von einem Zustand, in dem es nur noch eine große Gemeinschaft gibt und deren zu vernichtende Gegner, Menschen, die eigentlich ähnliche Ziele haben, gehen aufeinander los. Die Staatstreuen diffamieren und beschimpfen die kritischen Menschen, nur weil sie anderer Meinung zum Thema Corona sind. Noch werden diese Gefechte nur verbal ausgetragen. Aber wie weit sind wir noch weg vom Bürgerkrieg? Klar ist, die Herrschenden sehen unsere Zwietracht gern. Denn je mehr sich die Menschen hier unten gegenseitig bekriegen, umso sicherer ist ihre Herrschaft da oben. Was die Herrschenden aber nicht wollen, und genau das ist unsere Chance, dass wir uns emanzipieren, dass wir selbst die Verantwortung für unser Leben übernehmen und auch für unser Sterben. Was ist denn das für eine Welt, in der dann der natürliche Tod alter Menschen, so schmerzhaft das für die Angehörigen auch ist, von Menschen, die ihr Leben gelebt haben und nun in Würde Platz machen für die Jungen, ausgemerzt werden soll? Und was ist das für eine Welt, in der andererseits völlig egal ist, wenn 30, 40 Millionen Menschen pro Jahr an Hunger und dessen Folgen sterben und in der andererseits 1,3 Milliarden Tonnen Lebensmittel jährlich vernichtet werden, um die Preise hochzuhalten und die Profite zu sichern? Diese Welt müssen wir endlich vom Kopf auf die Füße stellen. Warten wir nicht mehr auf die vermeintlichen Segnungen eines vormundschaftlichen Staates, sondern ermächtigen wir uns selbst, unser Schicksal in die Hand zu nehmen. Lasst uns darüber streiten, was wir wirklich brauchen, um gut leben zu können. Und wie wir eine andere, eine menschenwürdige Welt aufbauen wollen. Setzen wir uns zusammen, jeder mit seinem Wissen und seinen Lebenserfahrungen, und haben wir Mut zu Visionen. Bilden wir runde Tische, an denen wir Zukunft planen. Wenn dort jeder seine Interessen offen auf den Tisch legt, werden wir Lösungen finden, mit denen jeder gut leben kann. Denn die Welt ist reich genug, um alle zu ernähren, wenn wir nur den Reichtum gerecht verteilen. Dieses große Forum wünsche ich mir, da gehört die politische Linke hin, da ist ihr Platz, wenn sie nicht gemeinsam mit dem alten System untergehen will. Und sagen wir den Selbstgerechten, aber Irregeführten von Antifa und Co., aber auch jenen, die zu einfache Lösungen suchen, um den Menschen hier wieder eine Heimat zu schaffen, dass sie herzlich willkommen sind, wenn sie auch den anderen zuhören, akzeptieren, dass kein Mensch besser oder schlechter als andere ist und sich an demokratische Regeln halten. Danke.